Sisi, was wollen wir jetzt tun? Die Ruhe bewahren, das werden wir tun. Und was machen wir damit? Wir können ihn doch nicht einfach hier liegen lassen. Das hatte ich auch nicht vor, Pamela. Ich werde ihn begraben. Begraben? Wo denn? So weit wie möglich weg von dir. Das brauchst du nicht zu wissen. Ich werde mich schon darum kümmern. Oh doch, ich will es wissen, Sisi. Warum werfen wir ihn nicht einfach wieder ins Wasser? Weil es möglich wäre, dass er wieder auftaucht und ich springe nicht da rein, um ihn festzumachen. Würdest du das bitte mir überlassen? Aber ich will doch nur helfen. Ich brauche deine Hilfe nicht. Wir haben die Sache zusammen angefangen und ich bringe sie auch mit dir zu Ende. Warum? Warum, Pamela? Weil du kein Vertrauen zu mir hast? Ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann, Sisi. Ob ich es je konnte. Ich schlich ihm nach und bin so in das Käpfelhaus gelangt. Es war toll. Es war ein unglaublich erregendes Gefühl. Und haben Sie etwas gefunden? Fast. Unmittelbar danach kam Sisi rein, also musste ich meine Pläne ändern. Ach, übrigens, Sie haben sich das nicht etwa alles nur ausgedacht, oder? Nein, nein, Gina, es ist mehr als das. Hören Sie zu, ich habe Pamela Conrad doch dieses Foto gezeigt. Sie wissen doch, dieses Foto von ihr und meinem Bruder. Ich sag ihr, dass es auf dem Grundstück der Käpfels aufgenommen wurde. Und was passiert? Sie wird nervös. Wieso? Weil sie etwas zu verbergen hat. Ich weiß es. Ich muss herausfinden, was es ist. Es ist nur so, dass es Gott sicher missbilligt, wenn ich da hineingezogen werde. Gott hat immer an allem etwas auszusetzen. Ich denke, er hat einfach mehr gute Vorsätze, als ich sie habe. Ich möchte Ihnen helfen, glauben Sie mir. Nur will ich deswegen Scott nicht verlieren. Machen Sie sich keine Sorgen, er wird nichts merken, darauf können Sie sich verlassen. Ich wünschte mir nur, er würde verstehen, was hier auf dem Spiel steht. Pamela Conrad und Sisi Capwell. Wenn die beiden etwas mit dem Verschwinden meines Bruders zu tun haben, werden sie dafür bezahlen. Und ich bin es, der dann kassiert. Seien Sie unbesorgt. Dabei helfe ich Ihnen liebend gern. Unvorstellbar, oder? Ich begreife das einfach nicht. Wie kann das möglich sein? Oder wie siehst du das? Mir fällt es schwer zu glauben, dass jemand, der so berühmt wie der Fuchs ist, noch immer aktiv ist. Wenn es ihn überhaupt jemals gegeben hat. Oder Sie. Der meistgefürchtete politische Attentäter der Welt ist deine Frau? Ich bin sicher. Ich weiß, die einzige Möglichkeit, so jemanden hochgehen zu lassen, ist, ihn glauben zu machen, ich sei erledigt. Du bist nicht an ihr dran? Ich war nicht dran. Zweimal. Aber dieses Mal kriege ich sie dran. Und wieso bist du da so sicher? Weil ich genau weiß, dass sie bei dieser Tagung dabei sein wird. Was ist das für eine Tagung? Jetzt versuch nicht, mich für dumm zu verkaufen. Ich hab dich was gefragt. Was für eine Tagung meinst du? Würdest du mir das verraten? Runter! Los, runter! Es ist Harry! Gott, ich hole Hilfe. Du musst etwas. Harry! Ich werde. Halt durch, ich hole Hilfe! Harry! Mann, ich weiß doch nicht mal, wer sie ist. Was ist mit dem Licht los? Muss der verdammte Wind sein? Ich hole eine Taschenlampe, halte das mal. Nein! Sisi, ich bleibe mit diesem Ding nicht allein hier draußen. Reiß dich zusammen, Pamela! Ich meine es ernst, ich bleibe damit nicht allein hier draußen. Würdest du jetzt bitte deinen Mund halten? Das Licht ist gerade ausgefallen. Ich weiß, lass dich dadurch nicht beunruhigen. Was ist denn los? Hallo, Ted. Alles in Ordnung? Alles bestens. Wir haben hier kein Notstromaggregat, das kann doch nicht sein. Eine Taschenlampe, gut, die brauche ich. Wo bist du denn damit hin?
Ich will nur mal sehen, ob der Wind die Pferde nicht kopfscheu gemacht hat. Für alle Fälle. Gut, ich komme. Du bleibst hier bei deiner Mutter. Er muss nicht bei mir bleiben. Wenn du so nervös bist, weiß ich lieber jemanden. Das bin ich überhaupt nicht. Du leuchtest mir mit dem Ding ins Gesicht. Würdest du damit aufhören? Tut mir leid. Wie lange wirst du brauchen? Es kann nicht lange dauern. Ein paar Minuten vielleicht. Ich mach so schnell ich kann. Pass gut auf sie auf. Das ist schon ein starkes Stück, mich hier rauszuschleppen, damit ich mir einen Ermordeten ansehe. Ich kenne die eine oder andere Leiche und sie begeistern mich nicht. Mr. Timmons, ich glaube, gerade diese Leiche wird Sie außerordentlich interessieren. Na gut, ich habe ihn gesehen. Er sieht süß aus. Und jetzt? Also, der kommt mir wirklich irgendwie bekannt vor. Nachdem hat auch Castillo die ganze Stadt abgesucht. Wie war noch sein Name? Anthony Gardner. Ja, yeah, Anthony Gardner, Donnerwetter. Ja, Sir. Da bin ich doch in später Abendstunde ehrlich überrascht. Hier liegt ein Leichnam. Und wie der Zufall so spielt, hat Castillo irgendwas damit zu tun. Ich muss sagen, ich bin entzückt. Harry ist tot. Hast du es getan? Nein. Wir unterhielten uns gerade und plötzlich fällt ein Schuss und er war tot. Einfach so. Denkst du, dass man es auf dich abgesehen hatte? Ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Wie wär's, wenn du das Ding etwas leiser stellst? Was hast du gegen ein bisschen Musik? Ich habe keine Lust auf Kopfschmerzen. Hör mal, Jack. Ich weiß, wie schwer Haleys Verlust für dich ist. Und niemand könnte mehr Verständnis für dich haben als ich. Aber du musst langsam wieder ins Leben zurückkehren. Du musst mal raus, such dir ein Mädchen, amüsier dich. Ich will kein Mädchen, klar? Aber du musst wieder unter Menschen. Ich vermisse den alten Jake Morton, den Kerl mit der Lust am Leben. Ich hätte schon viel mehr Lust am Leben, wenn ich herausfinden könnte, wo unser ganzes Bargeld geblieben ist. Geht das wieder los, hä? Ja, allerdings. Ich frage mich langsam, wo diese 10.000 Dollar sind, die Mrs. Capwell uns angeblich gegeben hat. Ich meine, sie sind in den Büchern, aber nicht auf der Bank. Nicht gegeben. Sie hat investiert. TJ gegeben, investiert, geschenkt, was auch immer. Jedenfalls müssten sie irgendwo sein. Also hör auf, mir was vorzumachen und sag mir, was los ist. Ich hab dir doch von dem Problem erzählt, bei dem ich Sophia Capwell geholfen habe. Ja. Es hat damit zu tun. Hat was damit zu tun? Ach, hör bitte auf zu fragen, vergiss es. Ich kann dir es jetzt nicht sagen. Aber vertrau mir, ich habe alles unter Kontrolle. Du verlierst durch mich keinen Cent. Wir reden hier über 10 Riesen und du erwartest von mir, dass ich mich mit dieser Erklärung zufrieden gebe? Ja, das tue ich, Mann. Du bist mein Freund. Ich würde dich nie hintergehen. Hab Vertrauen. Oh ja, und genau das habe ich eben nicht. Leider. Dad, kannst du die Sache mit Pamela Conrad und Cece Capwell nicht einfach vergessen? Nein, ich werde überhaupt nichts vergessen. Dich interessiert das nicht, weil du noch ein Baby warst, als dein Onkel verschwunden ist. Aber wenn die Capwells etwas damit zu tun haben, dann finde ich das heraus. Und es wird dir nicht gelingen, mich davon abzuhalten. Du musst wissen, was du tust. Ich weiß genau, was ich tue. Na komm schon, hört doch auf zu streiten. Ja, Sie haben völlig recht. Warum vergeude ich hier überhaupt meine Zeit? Scott, nimm ihm das nicht übel. Das tue ich gar nicht. Ich kann nur nicht begreifen, warum er nicht locker lässt. Na, wenigstens hast du mit dieser Sache nichts mehr zu tun. Ach, was soll's. Du hast ja recht, wir sind hier, um uns zu amüsieren. TJ, würden Sie die Musik lauter machen und für etwas Stimmung sorgen? Na, was meinst du? Wollen wir tanzen? Sie müssen sich mit dem Radio begnügen. Der Sturm hat die elektrischen Leitungen beschädigt. Na, toll. Was soll's, das Radio tut's auch. Vielleicht dauert's ja nicht lange. Wie geht's dir, Scott? Na, bestens. Und selber? Ich komme zurecht. Ich muss da durch. Du hast unser Mitgefühl. Es ist unfassbar, dass sie tot ist. Ja. Ich werde morgens oft wach und denke, dass sie immer noch da ist. Wenn ich sie nur wieder lebendig machen könnte. Ich vermisse sie auch sehr und ich wünschte mir nichts so sehr, als dass sie wieder bei uns wäre. Ja.
Und dennoch ist sie irgendwie hier. Die ganze Zeit. Ich weiß. Entschuldigt mich. Ja. Oh mein Gott. Hoffentlich kommt er bald darüber hinweg. Das hoffe ich auch. Er hat sie mehr geliebt, als ich dachte. Hey, Kane, was ist los? Wie wär's mit einem Irish Coffee? Nein, ich nehme einen ganz normalen Kaffee, bitte. Vielleicht ein Handtuch dazu? Nein, ich setze mich einfach hin und lass mich trocknen. Wir bringen nun eine Sondernachricht. Heute am frühen Abend wurde in Cypress Point ein erschossener Mann aufgefunden. Erste Informationen deuten darauf hin, dass es sich bei dem Opfer um Anthony Gardner handelt, dem Erben eines beträchtlichen Vermögens. Der Privatdetektiv Cruz Castillo hatte zuvor versucht, Mr. Gardner im Auftrage der Familie des Erben zu finden. Und jetzt zurück zu unserem laufenden Abendprogramm. Tja, also der Fuchs. Der Fuchs ist ein Codename, der von einem legendären Attentäter benutzt wird, über den die Leute vom Geheimdienst sich seit vielen Jahren den Kopf zerbrechen. Harry sagte mir, es sei eine Frau. Und, glaubst du ihm? Ja, das tue ich. Ich hatte nicht mehr die Zeit herauszufinden, ob ihm ihre Identität bekannt war, aber seine letzten Worte waren, ich soll sie mir schnappen. Könnte er vielleicht versucht haben, sein Leben zu retten, indem er jemand anderen beschuldigt hat? Das wäre schon möglich, aber... Aber was? Wir hatten heute Abend eine echte Chance zu reden. Und ich glaube nicht, dass er gelogen hat. Sei mir bitte nicht böse, wenn ich das sage, aber mir scheint, er konnte genauso gut lügen, wie er sich nachher verkleiden konnte. Es waren seine letzten Worte. Ich wünschte nur, ich wüsste, wer sie ist. Was machen Sie da? Hallo. Was ich mache? Wissen Sie, ich habe die ganze Aufregung hier mitbekommen. Das Heulen der Sirenen und so. Da wollte ich... Ich wollte herausfinden, was passiert ist. Ich wohne gleich unten am Strand. Hier wurde ein Mord verübt. Ein Mord? Kennen Sie den Mann, der hier gewohnt hat? Oh nein, ich wusste gar nicht, dass hier jemand wohnt. Ich dachte, das Haus steht leer. Naja, das wird es jetzt. Ja, wohl auch. Ich weiß, ich befinde mich auf einem abgesperrten Gebiet. Dafür muss ich mich entschuldigen. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Danke, Officer. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, wie schwer das alles für dich ist. Du hast dich geweigert, schlecht über Harry zu denken. Weil ihr Freunde wart. Und Partner. Ja. Aber das erscheint mir unendlich lange her, wie eine Ewigkeit. Ich weiß. Und jetzt ist er tot, so wie es Richard und der Geheimdienst von dir verlangt haben, wofür sie dich engagiert haben. Ja, das ist wahr. Ist es von Bedeutung für dich, dass nicht du den Auftrag zu Ende geführt hast? Ich bin mir nicht sicher. Wenn Harry die Wahrheit gesagt hat, war er etwas Bedeutsamen auf der Spur. Das ist nicht mehr wichtig. Der Fall ist abgeschlossen. Abgeschlossen ist er nur, wenn Harry gelogen hat. Und wenn er die Wahrheit gesagt hat. Dann mache ich so lange weiter, bis ich der Sache auf den Grund gegangen bin. Castillo und die Bonde sind im Haus. Am liebsten würde ich die beiden gleich umlegen. Aber ich weiß, dass der Boss was ganz Besonderes mit dem Kerl vorhat. Ja, bitte geben Sie mir sofort den Diensthabenden. Es ist dringend. Andrea, alles klar? Kane, ja. Ich wollte dich gerade noch mal anrufen. Wirklich? Was ist passiert? Ich war bei dir, um dich zum Essen abzuholen. Och, das tut mir leid. Ich hatte noch an den Ermittlungen wegen der Ölquellen zu arbeiten. Ich hatte keine Zeit, dich zu benachrichtigen. Seit ich mit der Arbeit fertig bin, versuche ich, dich zu erreichen. Aber du warst nicht da. Ich muss mich wirklich dafür entschuldigen. Nein, ist okay. Ich war nur beunruhigt. Wir sollten uns unterhalten. In Ordnung, sicher. Geht's dir auch wirklich gut? Ja, natürlich. Aber du zitterst.
Weißt du, das wird mit diesem Gewitter zu tun haben. Das macht mich immer etwas nervös. Und zu allem Überfluss bin ich auch noch draußen gewesen. Ich weiß auch nicht. Ich denke mal, dass ein Blitz einschlägt und mich trifft. Warum siehst du mich so an? Ich weiß nicht. Du machst nicht den Eindruck, als wenn du dich vor so etwas fürchtest. Nein, normalerweise nicht. Aber weißt du, bei Gewittern und anderen Dingen, die ich nicht unter Kontrolle habe, da kann mir das schon passieren. An dich muss man sich wirklich erst gewöhnen. Ja, das mag sein, aber ist das nicht immer so? Hier bist du. Ach, Schatz, du hast doch gesagt, du hättest schon gegessen. Rosa hätte dir doch was zubereiten können. Nein, nein, das Sandwich reicht mir. Und Rosa hat es sehr eilig. Also, was meinst du? Willst du etwa die ganze Nacht hier im Haus rumhängen? Und zusehen, wie das Licht an- und ausgeht? Wieso? Naja, ich hab mir gedacht, wir beide gehen zusammen aus. Sowas wie ein Rendezvous. Mit dir? Ja, guck mich nicht so beleidigt an. Nein, ich habe nur gefragt. Es passiert nicht so oft, dass mein Sohn mich ausführen möchte. Wohin willst du mich denn ausführen? Ich weiß nicht, das liegt ganz bei dir. Dad sagt, er würde eine Weile weg sein, also können wir überall hingehen, wo wir wollen. Und du bist mein Gast. Das ist nett gemeint, aber ich wäre keine gute Gesellschafterin. Mom, ich brauche keine Unterhaltung, aber wie sieht's bei dir aus? Weißt du denn nichts Besseres mit deiner Zeit anzufangen? Warum ist es so schwer, dich einzuladen? Willst du nun ausgehen oder nicht? Vielleicht ist es gar nicht so schwer, mich einzuladen. Ja, ich will ausgehen. Na also. Natürlich will ich. Und wenn ich mir schon aussuchen kann, wohin, dann will ich in den Dschungel. In den Dschungel? Der Laden gefällt dir? Sicher gefällt er mir. Warum sollte er mir nicht gefallen? Ich finde, dass er einfach nicht zu dir passt. Das ist alles. Natürlich passt er zu mir. Sie spielen dort gute Musik, es ist jede Menge los und ich werde von meinen Problemen abgelenkt. Okay, gut, in Ordnung, wie du willst. Jetzt ziehst du dich schick an und mach ich. Und wenn du dich mit jemandem unterhalten willst oder tanzen willst, dann lass dich nicht von mir davon abhalten. Wir müssen uns mal ausführlich über deine Vorstellung von einem Rendezvous unterhalten. Wieso? Hast du etwas dagegen einzuwenden? Wenn ich mich mit dir verabrede, dann ist doch wohl klar, dass ich den Abend mit dir verbringen will. Musst du dich bitte beeilen? Ich halte das hier nicht aus. Jetzt mach schon. Das wird tief genug sein. Du bringst dich noch selbst ins Grab, wenn du so weiter schuftest. Und ich kann dann auch noch deine Überreste besorgen. Jetzt den Schädel her. Na los. Nein, schnell. Bitte nicht. Ich rühre das Ding nicht an. Ich denke, du willst mir helfen. Ja, aber nicht so. Was hast du dir denn vorgestellt? Ach, vergiss es. Ich mache es selbst. Wo ist er denn? Leuchte endlich. Ich kann nicht sehen. Verdammt, der kann doch nicht verschwunden sein. In Luft aufgelöst. Sieh sie. Was? Was? Vielleicht ist er unter diesem Erdhaufen hier. Heißt das, ich habe ihn zugeschaufelt und du siehst zu, ohne etwas zu sagen? Ich war so damit beschäftigt, dir beim Graben zuzusehen. Ich habe es nicht bemerkt. Wieso lassen wir ihn nicht da, wo er ist? Verrückt! Wenn es wieder anfängt zu regnen, wird die Mühle weggespült. Und übrig bleibt der Schädel, der nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Wir müssen ihn vergraben. Das ist ja eine Überraschung. Schön, Sie zu sehen. Hallo, hallo. Wie geht's Ihnen, Sophia? Gut. Wo möchten Sie sitzen? An der Bar oder an einem Tisch? An einem Tisch. Ja, guter Vorschlag. Geh du fort. Sie bekommen den besten Tisch gleich hier. Danke. Und? Was darf es zu trinken sein? Champagner-Cocktail. Ich weiß noch nicht genau. Ich nehme erst mal ein Mineralwasser. Gut, komm sofort. Schön. Zufrieden? Zufrieden. Da wären wir. Es ist toll, danke. Also, wenn du mit jemandem reden möchtest oder tanzen, du musst nicht mal einen Babysitter spielen. Mom, also wirklich, ich dachte, wir hätten das inzwischen geklärt. Ist dir je in den Sinn gekommen, dass ich gern mit dir zusammen bin? Oh. In der letzten Zeit ist unsere Familie völlig auseinandergebröckelt und das macht mir ganz schön zu schaffen. Einfach nur reden. Das vermisse ich. Mir geht es auch so. Ach, du bist ein Schatz. Du hast auch viel durchmachen müssen im letzten Jahr. Und ich finde, du bist dadurch erwachsen geworden. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich
am Ende doch noch erwachsen. Ich finde, es wird auch langsam Zeit. Das finde ich auch. Jedenfalls glaube ich, dass das ein fantastisches Jahr wird. Ja? Klar, da gehe ich jede Wette ein. Ich meine, natürlich wird Pamela auch weiterhin ein Problem sein. Ja, ich weiß. Ich hasse sie. Tut mir leid, ich wollte dich vorhin nicht verärgern. Kane, das hast du doch überhaupt nicht. Eigentlich bist du sehr verständnisvoll gewesen. Es kommt mir nur so vor, als ob wir uns immer im Kreis drehen. Weißt du, was das Problem ist? Nein, Herr Doktor, wo liegt das Problem? Weißt du, hier in Santa Barbara haben wir einfach nicht die Möglichkeit, dem Stress und der Hektik zu entgehen, verstehst du? Ja, ich verstehe dich schon, aber ich weiß auch nicht, wie wir da herauskommen sollen. Das stimmt nicht. Ich kenne da eine Hütte in den Bergen, oben am San Marco Pass. Sie ist nicht mal weit von hier, aber wenn du erst mal dort bist, fühlst du dich Millionen Meilen weit weg. Das klingt wunderschön. Gehört dir die Berge? Nein, nein, ich miete sie von den Capwells. Hin und wieder fahre ich mal hin, wenn ich einfach raus muss. Ich weiß kaum noch, wann ich das letzte Mal draußen war. Ein Grund mehr, dir die Hütte mal anzusehen. Ich hab dich schon mal gefragt, aber ich frag dich wieder. Hast du Lust, mit mir zusammen zur Berghütte zu fahren? Wieso nicht? Sehr gern. Irgendwann mal, das wäre schön. Eigentlich meinte ich früher als irgendwann mal. Ich meine sofort. Sieh mal, Kane, normalerweise würde ich mir das nicht entgehen lassen, aber ich kann ist nicht. Ist schon gut, du musst nicht, wenn du nicht willst. Schick es ruhig vor dir her. Immer wieder. Bis es zu spät ist. Und irgendwann einmal, wenn du zurückblickst auf dein Leben, wirst du die Dinge bereuen, die du nicht getan hast. Also überleg's dir nochmal. Ich würde es dir wirklich gern zeigen, glaub mir. Bitte. Ja, aber wann würdest du denn losfahren? Jetzt gleich. Heute. In diesem Moment. Sag ja. Weißt du, ich würde ja gern mitkommen, nein, aber. Sag ja. Nur ja. Denn egal, was du zu erledigen hast, es ist nicht so wichtig wie dies hier. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich sollte lernen, die Gelegenheit beim Schopf zu packen. Ja, Kane, ich fahre mit dir. Gut. Ich verspreche dir, es wird dir nicht leid tun. Ihn. Na endlich, jetzt fuchtel nicht damit rum. Schmeiß ihn endlich rein. Sieh, bitte, wir müssen von hier verschwinden. Halt den Mund, sonst vergesse ich mich nochmal. Gott sei Dank haben wir es bald geschafft. Bald geschafft? Von wegen. Aber wir sind ihn doch gleich los. Ja, wir sind ihn gleich los. Und was ist mit dem Skelett, das noch unter dem verdammten Bootshaus liegt? Einen wunderschönen guten Abend, Castillo. Oh, das ist der bestimmt. Und was treibt dich in so einer Nacht vor die Tür? Willst du mir den Abend verderben, Keith? Ich bin gekommen, um mir meine Belohnung abzuholen. Wie bitte? Hör mal, es ist schrecklich kalt hier draußen. Hast du was dagegen, wenn ich reinkomme? Nur so lange, bis ich weiß, warum du hier deine Zeit vergeudest. Und wunderschönen guten Abend, Eden. Was wollen Sie noch hier um diese Zeit? Kinder, ich muss euch was eingestehen. Ihr zwei seid die gastfreundlichsten Menschen auf dieser Welt. So kann man sich irren. Also, ich werde mich kurz fassen. Der Kerl, dem du auf der Spur warst, scheint doch noch aufgetaucht zu sein. Dummerweise nur als Toter. Aber das wird sich ja wohl nicht auf meine Belohnung auswirken, oder? Hä? Tot? Wer denn? Redest du von Anthony Gardner? Was weißt du über seinen Tod? Was gibt es da zu grinsen? Ich weiß überhaupt nichts. Wie ist das passiert? Wie es passiert ist? Ja. Was denkst du, wie es passiert ist? Halt, Kies, Moment mal, ganz im Ernst. Wenn das durch natürliche Umstände passiert wäre, dann wärst du nicht hier. Darum kann es nur um ein Verbrechen gehen. Ja, du kluger Junge, du hast recht. Er wurde erschossen, der arme Kerl. Du weißt, was ich meine. Und er ist, wie soll ich sagen, er ist tot, ja. Und ich wusste nicht weiter. Da dachte ich mir, bei dem, was wir füreinander empfinden, wende ich mich an dich. Wer hat dir den Auftrag gegeben? Tut mir leid, das kann ich dir nicht sagen. Berufsgeheimnis. Oh, du weißt doch. Ich könnte dir sofort die Lizenz entziehen lassen. Nur mit einem Fingerschnippen, mein Freund. Okay, ist nicht schon wieder. Oh, doch. Ich kann auch deine Unterlagen beschlagnahmen, wenn du nicht reden willst. Wieso denkst du, dass ich welche habe? Was meinst du, wie lange ich brauche, das herauszufinden?
Weißt du, ich glaube wirklich nicht, dass du mir wegen dieser Sache das Leben schwer machen willst. Das ist aber nicht wahr. Ich würde es gern tun. Es würde mir Freude machen, dich in noch einen Mordfall verwickeln zu können. Ich wäre begeistert. Also, wenn du mich dazu zwingen willst, die Regeln der Vertraulichkeit zu missachten, dann würde ich mich leider dazu gezwungen sehen, diese überaus attraktiven Fotos von dir zu veröffentlichen. Oh nein, das würdest du doch nicht tun. Wieso nicht? Du hast mehr Skrupel als ich. Das stimmt doch, oder? Verlass dich nicht drauf. Wirklich, das kann ich nur bestätigen. Er ist so ziemlich zu allem fähig. Und genau das wird eines Tages unsere Freundschaft beenden. Du wirst mich mit diesem Foto nicht für den Rest meines Lebens nerven. Nein, 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 nur bis die Ähnlichkeit verblasst ist, alter Knabe. Wieder nichts. Ich wünsche euch beiden einen netten Abend und der Teufel soll euch holen. Er hat so schnell aufgegeben. Das gefällt mir einfach nicht. Ja, ich auch nicht. Er kommt wieder. Aber sein Gesichtsausdruck war köstlich. Ja? Was wollen Sie? Mrs. Conrad, ich muss mit Ihnen reden. Etwas macht mir zu schaffen und lässt Wissen mir einfach Sie eigentlich, keine Ruhe. Wie spät es ist? Ich weiß, es ist spät. Tut mir leid. Ich wollte gerade ins Bett. Ich war nicht mal sicher, ob Sie überhaupt da sind. Ich bin nach der Arbeit gleich nach Hause gegangen. Madame, was mir Sorgen macht, ist Ihre Reaktion auf das Foto, das ich Ihnen gezeigt habe, das von Ihnen und meinem Bruder. Und ich habe das Gefühl, als wenn Sie irgendetwas verschweigen, dass Sie etwas wissen, was Sie uns aber nicht sagen Aber das ist doch wollen. Lächerlich. Wenn ich etwas wüsste, würde ich es Ihnen sagen. Ich habe Ihren Bruder wirklich kaum gekannt. Merkwürdig. Und trotzdem haben Sie sich alleine mit ihm fotografiert. Natürlich. Ich habe hunderte von Fotos mit Leuten, die für CC gearbeitet haben. Ich wurde ständig mit ihnen fotografiert. Wirklich, ich verstehe Ihre Sorge um Ihren Bruder. Aber ich finde, dass Sie der Vergangenheit viel zu viel Bedeutung beimessen. Ich verstehe nicht, was Sie meinen, Mrs. Conrad. Mein Bruder ist verschwunden und ich habe nie wieder etwas von ihm gehört. Es interessiert mich nicht, wie lange das her ist. Und ich werde dem auch weiterhin große Bedeutung beimessen. Ich werde es nicht vergessen. Ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen helfen könnte, Ihren Bruder zu finden. Sonst würde ich es tun. Glauben Sie mir. Ja, das würde ich sehr gern. Gut, dass Sie heute Abend nicht draußen waren. Ein scheußliches Wetter. Da haben Sie recht. Gute Nacht, Mr. Clark. Gute Nacht, Mrs. Conrad. Ich muss die ganze Zeit daran denken, was dein Vater über Pamela gesagt hat. Ich finde das Thema äußerst langweilig. Nein, irgendwas hat sie verheimlicht. Und sie muss seit langem etwas gegen CC in der Hand haben. Ich würde ja zu gern wissen, Gina, was das hört's ist. Gina, hör's auf damit, bitte. Warum musst du dich eigentlich die ganze Zeit um die Belange von anderen Leuten kümmern? Wieso? Das ist doch völlig normal unter diesen Umständen. Und was für Umstände sollen das sein? Ich war zweimal mit CC verheiratet. Da ist es doch wohl völlig normal, dass ich mich dafür interessiere, was um ihn herum passiert. Nein, ist es nicht. Willst du den Rest deines Lebens damit verbringen, dich zu fragen, was dein Ex-Ehemann im Schilde führt? Ich finde, du solltest uns beiden ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmen. Warum? Fühlst du dich vernachlässigt? Ja, so könnte man es nennen. Es tut mir leid, es war wirklich nicht das, was ich wollte. Hallo, ihr Süßen. Oh na, toll. Nein, was willst ausgerechnet du denn hier? Diese Frage kann ich dir sofort beantworten. In einem kurzen, klaren Hauptsatz zu 3 bis 5 Worten. Ich möchte mit dir tanzen. Du hast ein unglaubliches Timing, Keith. Oh, hab ich euer tiefgeschwätziges Gespräch gestört. Ja, du störst, wenn du es genau wissen willst. Wir haben uns über ein sehr wichtiges Thema unterhalten, über die Zukunft. Über unsere Zukunft. Ach, komm schon, Gina. Du weißt doch selbst, dass das überhaupt nicht wahr ist. Wenn du mit dem Mann tanzen willst, dann tanz mit ihm. Saubere Arbeit, Kompliment. Oh, vielen Dank. Er ist ein richtiger kleiner Trotzkopf, nicht wahr? Aber sein Musikgeschmack ist exzellent. Na komm jetzt, ich möchte mit dir tanzen. Hm?
Na, übrigens, es tut mir leid, dass Dr. Clark so empfindlich ist. Ja, du bringst jeden dazu, die Fassung zu verlieren. Wo ist er denn hin? Würdest du beim Tanzen Wo bitte auf er? Mich gucken? Du musst aufpassen. Den Schritt können nur Gene Kelly und ich. Was bitte, entschuldige mich. Ja. Es ist nichts Besonderes. Ich gehe nur mal kurz rüber in die Bar und hol dir noch einen. Oh. Genau. Bist du auch Nein, was? Im Moment. Ich bin gleich zurück, ja? Ja, mach mir. Sophia. Ich wollte die ganze Zeit mit Ihnen reden. Haben Sie von Thompson gehört? Nein. Aber wir kennen den Stand der Ermittlungen nicht. TJ, jedes Mal, wenn es an der Tür läutet, wenn das Telefon klingelt, zucke ich zusammen. Es erschreckt mich. Ich habe solche Angst, dass CC ans Telefon geht oder die Tür aufmacht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich möchte wissen, wie Sophia das so anstellt, dass ich so ein Typ zu ihr setze. Schatz, der beste Schritt direkt vor dir. Du meinst... Oh, ja, was für eine. Das ist zu komisch. Ich werde vom Tanzen. Schabada, Schabadu, weißt du? Da fällt mir nichts mehr ein. Und... Das Tango. Zerr nicht so an mir rum, sonst falle ich auf dich drauf. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich meine... Wenn Pamela und Cici, wenn sie beide nach dem Saboteur suchen, dann wird diese Sache sehr bald Konsequenzen für mich haben. Das ist wirklich schrecklich. Es muss doch alles furchtbar für Sie sein. Das haben Sie nicht verdient. Doch, ich habe es verdient, weil ich dafür verantwortlich bin. Ich habe die Sache in Gang gesetzt. Mom und TJ scheinen sich ja bestens zu verstehen. Ja, du hältst nicht besonders viel von TJ, oder? Das kannst du laut sagen. Mom ist eigentlich eine kluge Frau. Sie wird diesen Blender noch durchschauen. Kann ich Sie nach Hause fahren? Ach, ich bin mit Ted hier. Ich weiß. Ich würde es gerne tun. Ach, er wird bestimmt nichts dagegen haben. Sicher genießt er seine Freiheit. Vermutlich ist es doch etwas langweilig, Anstandswawau seiner Mutter zu spielen, nur weil sie einsam ist. Wirklich? Eine Frau wie Sie sollte nicht einsam sein. Es kommt aber vor. Ich werde es Ted sagen. Ich hol nur meinen Mantel und treffe Sie an der Tür. Ja, ist gut. Es war nett, mich nach Hause zu fahren.
Danke, dass ich es durfte. Es war sehr schön. Wirklich? Ich war nicht sehr gesprächig. Das macht nichts. Ich bin gern in Ihrer Nähe. Oh. Also diese dumme Sache mit Thompson hat mich... Ich war nicht sehr unterhaltsam heute. Das ist verständlich. Ich möchte das wieder gut machen. Nehmen Sie noch einen Drink mit mir. Würde ich sehr gern. Na dann. Aber ich glaube nicht, dass es gut wäre wegen Ihres Garten. Natürlich. Sehen Sie, da haben wir es schon wieder. Sie sorgen sich um mich. Gute Nacht. Noch nicht. Wie hat Richard denn auf Harrys Tod reagiert? Er sagte, er sei überrascht, aber nicht traurig. So lautete nun mal der Auftrag. Es ist ein grausames Geschäft. Da gebe ich dir recht. Und jetzt, da er tot ist, ist es vorbei, nicht wahr? Es ist vorbei. Richard sagte, er will mit mir reden. Wieso? Worüber will er mit dir reden? Das hat er nicht näher ausgeführt. Ich glaube nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen. Was könnte er noch wollen? Ich sollte mich wohl entschuldigen. Nein. Würdest du mir glauben, wenn ich sage, ich konnte nicht anders? Nein. Aber ich würde es gern. Gut. Weißt du, Sophia, du bist eine der aufregendsten und schönsten Frauen, die mir hier begegnet sind. Also, das ist wirklich sehr, sehr lieb von dir. Du bist ein Charmeur. Ich bin kein Charmeur. Ich meine, was ich sage. TJ, das hier gerät jetzt außer Kontrolle. Ich denke, das ist schon geschehen. Ja, und deshalb denke ich, dass wir genau hier aufhören sollten. Könntest du das? Willst du abstreiten, dass du etwas für mich empfindest? Etwas, was mehr ist als Freundschaft? Bitte nicht. Was ist? Ich habe dich geküsst. Und du hast meine Küsse erwidert. Wenn du das leugnen willst, dann ja. Dann ziehe ich mich zurück. Ich kann nicht leugnen, dass ich etwas für dich empfinde, aber ich habe Angst davor. Hey. Das brauchst du doch nicht. Sophia, ich werde nie etwas tun. Niemals, was dir wehtun könnte. Und ich verspreche dir, ich werde immer zu dir halten, was auch geschieht. Das wäre geschafft. Warte, ich mach Licht. Schön rustikal hier, findest du nicht? In so einer Hütte muss das so sein. Die Einrichtung ist jedenfalls sehr schön. Ich wusste, es würde dir gefallen. Es ist wunderbar einsam hier. Hey, hast du gesehen, wie der Fuchs das Kaninchen gejagt hat, als wir hier hochgefahren sind? Ja, sicher. Du hast weggesehen. Tatsächlich? Ja, kurz bevor er das Kaninchen gefangen hat. Es ist ganz schön kalt hier drin. Ja, es gibt nun mal keine Zentralheizung hier. Ich mache ein Feuer an. Ja? Du bist
ist ziemlich ruhig gewesen auf dem Weg hierher. Bedrückt dich was? Nein, ich habe schon immer ein Problem damit gehabt, dass ich... Naja, dass die Arbeit mir einfach nicht aus dem Kopf geht. Wir werden versuchen, etwas dagegen zu tun. Ich werde mir bestimmt alle Mühe geben. Mehr kann man nicht verlangen. So, ich muss etwas Brennholz besorgen. Ich bin gleich zurück, ja? Kann ich dir nicht helfen? Nein, nein, ich mach das schon. Ich weiß, es klingt ziemlich blöd, wenn ich das frage, so mitten in der Wildnis, aber gibt es hier ein Telefon? Ja, aber du willst doch jetzt nicht telefonieren. Oh nein, jetzt nicht. Aber ich sollte bei der Agentur anrufen, damit sie wenigstens wissen, wo ich mich herumtreibe. Ich möchte nicht, dass sie bei der Polizei anrufen und eine vermisste Umweltschützerin melden. Oder möchtest du das? Nein, natürlich nicht, aber ruf nicht gleich heute Abend an. Arbeit ist das Letzte, woran ich denken will. Keine Sorge, um diese Zeit ist sowieso niemand mehr da. Gut. Also, bis gleich. Okay. We'll be right back.